Im Streit zwischen Brüssel und Washington über ein milliardenschweres US-Subventionspaket zeichnet sich bislang keine Lösung ab. Ein Treffen des europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierates in der Nähe von Washington endete am Abend ohne Ergebnis. Es geht um das US-Klimaschutzgesetz, das Unternehmen fördert, wenn sie US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren. Die EU befürchtet dadurch Wettbewerbsnachteile.